Rumänien. Unberührte Natur und eine Freiheit, die seinesgleichen sucht. Rumänien ist das Land, in welches ich dich in dieser TET-Serie entführen werde. Dir freundliche und hilfsbereite Kultur näher bringen, mega leckeres Essen zeige und dich auf Offroad-Erlebnisse mitnehme, die jedes Enduro-Herz höher schlagen lässt. Also, auf geht's in den ersten Teil der TET Rumänien-Tour. Viel Spaß! Und los geht die Reise nach Rumänien. Wir fahren heute über Österreich nach Ungarn. Um schnell voranzukommen, fahren wir eine Teilstrecke über die Autobahn. Eine wundervolle Aussicht erwartet uns in Österreich. Jedoch ziehen die Wolken rasch zu und ein schweres Gewitter erwischt uns. Aber nach jedem Regen kommt auch die Sonne wieder. Und so sehen wir einen wundervollen Regenbogen, der sich vor uns auf der Straße aufspannt. Wir fahren tief in die Nacht hinein, bis wir endlich am Einstieg der TET Ungarn angekommen sind. Jedoch hat es wieder geregnet und in der Dunkelheit weigere ich mich, am Hang des Einstieges einzubiegen. Wir kampieren 500 Meter weiter im Wald. Natürlich musste in der Nacht auch noch mein Zelt kaputt gehen, obwohl ich das noch nicht ein einziges Mal benutzt hatte. Also wurde die Hängematte ausgepackt und darin geschlafen. Circa 5-10% Steigung, es ist total nass, loser Schotter. Wir hören uns dann morgen wieder. Guten Morgen zusammen. Das ist das, was ich so liebe. Reine Natur und die Geräusche der Natur. Wir haben nicht lange geschlafen, da wir heute ja noch so weit wie möglich über die TET Ungarn nach Rumänien kommen wollen. Also steigen wir direkt ein. Es beginnt mit einer sehr zerfurchten Auffahrt. Ja, thank you.
Schaft hoch. Die Löcher. Aber geht. Also schöner, fester Boden. Aber gestern mit dem Schlamm, da wären wir nicht hochgekommen. Der Weg geht sehr matschig weiter, aber auch das bekommen wir noch ohne Probleme hin. Der Weg führt auf eine Straße, an dem wir ein Mahnmal des Krieges besichtigen. PS, dort gibt es auch einen Picknickplatz. Also so scheiße im Schlamm kann der Metzler gar nicht sein, oder? Wie gefällt's dir? Ja, gut, gut. Ich bleibe noch. Weiter geht es dann ab in den Wald, der noch sehr nass und rutschig ist. Hier fangen wir an, richtig zu arbeiten. Oh. Eingeweiht. So. Also wer hat den Kampf jetzt gewonnen, ne? Okay. Dann. Das werden wir lange putzen. Also ich sollte euch wahrscheinlich helfen, oder Jungs? Du machst Fotos. Na, wie ihr wollt. Ich hab ein bisschen okay. Kraft. Ja, halt sie, ich hab sie. Halt sie. Wunderbar. Und ab. Das schafft ihr nicht so, oder? Ah, ja. Oh, okay. Vorne, wenn ihr reinrollt, dreh den Lenker. Kann ich nicht. Ich bin da voll auf Dampf. Warte, halt. Okay. Ja, und jetzt. Sehr gut. Was? Ja, ich hab's hier. Ja, ja. Am Ende des Waldes wird eine neue Straße gebaut und die Teststrecke ist bald nicht mehr benutzbar. Wir fahren auf dem vorbereiteten Weg durch den Schlamm Richtung der parallel gebauten Autobahn. ABM-Technik. 18 Knöpfe bis ABS aus.
Knöpfe des ABS aus. 10 Knöpfe des ABS aus. Ach ja, und nur für die Schlaumeier unter euch, die jetzt denken, warum seid ihr denn nicht oben auf dem Kamm gefahren? Ja, der ist 1,5 Meter über dem anderen Weg und geht einfach senkrecht nach oben. Puh, das war ganz schön anstrengend. Das alles hat uns fast 2,5 Stunden gekostet für gerade mal 30 Kilometer. Da wir heute Abend aber in Rumänien sein wollten, entscheiden wir uns wieder, auf der Straße schrubben zu gehen. Davor besprechen sich aber noch Volker und Kimi, wie sie Offroad zusammen harmonieren. Wenn ich so auf dich bin, also ich habe das schon hier im Weg, deswegen versuche ich auch meinen Kopf so ein bisschen. Ja. Halt das jetzt mal hier so, ja, so und da, so. Genau, so versuchen wir das jetzt gleich. Okay. Ja. Dann musst du hier auch. Oh. Ja. Nicht versuchen, hier die Knie an die Sitzbank rein. Sondern schön so locker offen. Okay. Ja, weil ich muss die Maschine auch unter mir so bewegen lassen. Und wenn du dann hinten so machst, muss ich dich mitbewegen. Ich versuche die Maschine zu kippen und du hast die Knie da, das heißt, ich muss dich mit rüber kippen. Aha. Ja? Voll die Kippung. Die Straßen sind soweit gut ausgebaut, jedoch zieht sich der Weg. Aber die Aussicht und der blaue Himmel sind einfach grandios. Am Nachbarsee des Balaton, dem Velenzer See, hilft uns ein Chopperfahrer, einen Campingplatz zu finden. Er fährt uns direkt zum Campingplatz. Dort unterhalten wir uns noch ein wenig mit ihm und bauen uns dann die Schlafmöglichkeiten auf. So ausgesehen, dass du hier 20 Sekunden bist und schon am Flirten. Ja, natürlich. Na, das will ich nie tun. No, nicht Kaffee. Wasser. Oh. Ach du heilige Fresse. Digga. Was wolltest du? Nix. Da! Los, rein mit dir. Ein schweres Unwetter hat gestern Abend den Westen Ungarns heimgesucht. In wenigen Minuten überflutete sinnflutartiger Regen zahlreiche Straßen und ließ Keller mit Wasser volllaufen. Guten Morgen miteinander. Ich bin in der Nähe von Budapest. Volker und seine Freundin schlafen noch. Die sitzen da hinten. Ja, und ich penne hier, weil ich 2 Bäume brauche. Das Zelt ist kaputt gegangen, gleich beim ersten Tag. Und ansonsten macht es mega Spaß. Schaut mal her, das schaut dann so aus. Der Reifenstapel haben wir hier. Ansonsten hat es geschifft in der Nacht. Ohne Ende. War mega krass. Naja, dann bis bald. Ciao. Wir packten uns zusammen. Es ist windig und nasskalt. Und so reiten wir Richtung Satu Mare in Rumänien. Volker führte seine Maschine wie ein römischer Legionär sogar. We'll be right back.
Um ca. 24 Uhr und im strömenden Regen sind wir in einem See angekommen, welcher der Volker kannte. Jedoch gab es dort keine Bäume und so hatte ich keine Möglichkeit, meine Hängematte irgendwo aufzuhängen. Und somit übernachtete ich auf einem Tisch, einer Veranda am See. Da ich fast nicht geschlafen hatte und total durchgefroren war, suchten wir uns in Satumare eine Übernachtungsmöglichkeit. Volker und Kimi erforschten die Ortschaft, während ich mich aufs Moor legte und mich erholte. Wir kamen nach und wir erforschten den glücklichen Friedhof. Hier gibt es Gräber mit Geschichten zum Anschauen und zum Lesen. Auf jeder Seite ist ein Bild und ein Text. Der eine zeigt, wie man sie gesehen hat, die Person, und die andere Seite, wie die Person verstarb. Eine Geschichte ging um ein Mädchen, das super lieb und immer jeden Sonntag in der Kirche war. Jeder hatte sie gern und hatte sie gemocht. Jedoch war sie die Dorfschlampe und so ist sie auch gestorben. Wir wanderten noch am Abend ein wenig herum. Kimi fütterte die Schafe an einem Haus. Die Hausbesitzerin, eine Frau und ihr Kind, begrüßten uns und fragten, ob wir mit hereinkommen wollen. Ich habe leider nicht viel Filmmaterial, aber wir verbrachten den gesamten Abend bei ihnen. Wir hatten viel Spaß. Sie zeigten uns ihren gesamten Bauernhof. Man gab uns von allem, was sie produzierten, zum Probieren. Es war super lecker. Wir aßen zu Abendbrot miteinander und lernten die gesamte Familie kennen. Es war so eine super Gastfreundschaft und ich danke dafür, dass ich das erleben durfte. Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns herzlich und fuhren weiter zum Einstieg der rumänischen TET. Wir bezogen ein sehr schönes, familienbetriebenes Hotel in der Nähe, da in diesem Bereich die berühmten Dragons sein sollen, die wirklich schwierig sind. Diese wollten wir nicht mit unserem gesamten Gepäck erkunden. Also abpacken und direkt mal antesten, wie es sich so fährt. In den nächsten Tagen soll es Sterntouren werden, die immer an dem Straßenpunkt wieder weitergehen soll, wo wir am Tag zuvor aufgehört haben. Die Videos, die ihr jetzt seht, schauen echt leicht aus, sind aber wirklich schwierig zu fahren. Ich ziehe immer wieder den Hut vor Volker, der diese gesamte Tour zu zweit und mit der fetten KTM gemeistert hat. Also Hut ab! Servus miteinander. Also ich laufe das Stück, was ich gerade gefahren bin, laufe ich jetzt wieder runter.
Schaut mal her, das Ding ist, das geht bis zum Stiefelende, diese Tiefe. Das hast du überall und auch tiefer. Aber es ist ein bisschen verdächtig still. Normalerweise sollte da eigentlich mehr sein. Grüß Gott! Ich hab die falsche Spur erwischt. Ja, hab's gemerkt. Ich kenne die Stelle eigentlich. Aber ich setz mich mal da drauf. Was? Ich setz mich mal da drauf. Und los. Und hopp. So, warte, komm mal ein bisschen rüber. Ich komm auf die Seite. Hältst du sie? Lass los, Kimi. So. Au. Ah. Gehst du zu mir? Okay. Okay? Ja. Hast du sie? Ja. Kimi, du musst auf der Seite stützen kommen. Also nur, wenn ich so hohe darüber zu kippen. Nicht drücken jetzt, sondern nur, wenn sie zu halten. Dir kippt. Halten, schau. Einfach nur so. Ja. Und wenn sie zu dir kippt, dann push nach zu ihm. Ja. Aber nur push. Gas, komm, das schaffst du. Komm. Sehr gut. Das. Perfekt. Pass. Sehr gut. Gut gemacht. Okay, kann ich? Ja. ABS aus? Na dann, auf geht's!
Das waren nun die ersten 4 Tage. Du merkst, es wird einiges mehr noch kommen. Diese Tour ist so atemberaubend und auch anstrengend gewesen, dass ich mir sicher bin, wieder nach Rumänien zu reisen. Aber wir sind am Anfang der Tour und ab jetzt wird jeder Teil dem nächsten toppen. Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken. Das sind so viele Follower schon auf meinem Kanal. Wir kratzen jetzt schon an der 2000er Abonnentenmarke. Das ist der Wahnsinn. Ich danke euch von Herzen, wirklich. Ich hoffe, ich kann euch die Gefühle, die ich bei solchen Touren immer wieder besitze, mitteilen und euch zeigen und euch geben. Das ist das, was ich eigentlich möchte. Ich möchte euch zeigen, dass die Welt ein wundervoller Ort ist und es sehr viele gütige und tolle Menschen gibt, die man am Wegesrand trifft. Ich freue mich jetzt schon mit euch zusammen, den 2. Teil zusammen erleben zu dürfen. Servus, euer Frankie. Hi Süße. Hallo, hallo, Mr. Drohne. Mr. Drohne. Mr. Bombast. Schwanz aus Plastik.